im Rahmen des Weltcup Montafons heizten beim FIS Snowboardcross Weltcup Revolverheld über 5000 begeisterten Fans bei der Hochjochtalstation ein. Die Hamburger Band spielte alle ihre Hits wie Spinner, Freunde bleiben oder Halt dich an mir fest. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben nicht erreicht. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich kann dich verstehen. Halt dich an mir fest, weil es alles ist, was bleibt. Publikum kam das natürlich sehr gut an. Revolverheld selbst waren auch sehr gut gelaunt, bildete das Konzert durch den Jahresabschluss. Zudem hat die Band hier schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Als wir das letzte Mal im Montafon waren in Gerschoren, da gab es so einen schönen so einen Birnenschnaps, glaube ich. Ne? Der hat dazu geführt, dass die Show auf jeden Fall legendär im Gedächtnis blieb, was Kopfschmerzen angeht. Ja? Schauen wir mal, was passiert. Man muss sagen, dass die Show da damals ja schon wirklich legendär war. Also ich glaube, wir waren noch nie so betrunken auf einer Bühne und haben danach auch wirklich eine gute Party gehabt. Im Rahmen des Snowboard-Weltcups spielen zu dürfen, empfanden die sehr sympathischen Musiker auch als Ehre. Ja klar, das ist eine wahnsinnig tolle Geschichte, wenn man als Band so viel rumkommt wie wir und so tolle Sachen erleben darf. Also wir haben gerade gestern, als wir hier ankamen, drüber geredet und meinten auch, wie toll ist das, was wir alles erleben, dass wir hier Weltcup-Rennen sehen können, in so einer Umgebung mal zu spielen, das macht man ja auch nicht jeden Tag. Also für uns ist es was ganz Besonderes und wir freuen uns, dass wir hier sind. Sänger Johannes Strate ließ es sich nicht nehmen, auch bei den Snowboardcrossern am Berg vorbeizuschauen und selbst auf die Piste zu gehen. Der 35-Jährige war sichtlich begeistert. Ich bin nach 15 Jahren mal wieder Ski gefahren, habe mich heute hier getraut und es war echt spitze. Man verlernt es ja wirklich nicht. Es ist wie Fahrradfahren und war natürlich herrliches Wetter, blauer Himmel, toller Schnee und hat echt einen großen Spaß gemacht. Aber der Weltcup war super. Ich habe das sonst immer nur im Fernsehen gesehen und habe heute mal gesehen, wie schnell das eigentlich ist. Es ist so ein bisschen wie Fußball im Stadion. Du guckst im Fernsehen an und denkst, ja, und im Stadion ist ja echt so, zack. Also wahnsinnig irre, wie die Typen da über diese Hügel springen und sich nicht verletzen, finde ich auch beachtlich. Eine Weltcup-Strecke selbst in Angriff zu nehmen, würde laut Schlagzeuger Jakob Sinn dann Loch lieber keiner. Also grundsätzlich, was so Achterbahnen und so angeht, bin ich, glaube ich, der Mutigste. Aber das würde ich tatsächlich nicht machen. Also Johannes ist auch der Einzige, der regelmäßig fährt. Ich bin vor mittlerweile wahrscheinlich sogar 10 Jahren, da habe ich hier um die Ecke in Gerschoren schon mal gespielt, einmal auf dem Snowboard gestanden und das lief so mittelmäßig und ich habe dann gedacht, vielleicht spiele ich dann doch lieber Schlagzeug und verletze mich nicht dann kurz vorher noch beim Snowboardfahren. Die Jungs haben schon öfter bei Winter Open Airs gespielt und wissen, auf was sie nicht verzichten können. Also wir haben irgendwann mal bei minus 19 Grad auch in einem Skigebiet gespielt und seitdem sind wir natürlich so ein bisschen vorgeprägt, deswegen meine ich so Heizpilze unbedingt. Jetzt ist es ja relativ warm, ich glaube trotzdem wird es ein paar Strahler geben und natürlich wird es auch Glühwein geben, denke ich mal. Es war deutlich zu merken, dass es Revolverheld Spaß machte, im Montafon auf der Bühne zu stehen und es nicht zu kalt war. Zu Lass uns gehen holten die Nordlichter auch die Sieger des Weltcup-Tages und Lokalmatadore Alessandro Hämmerle und Markus Scheirer auf die Bühne, die ihre Gesangskünste unter Beweis stellen konnten. Der Moment gemeinsam mit Revolverheld im Rampenlicht war genau nach dem Geschmack der beiden Bordercrosser. Es war extrem windig. Das war brutal. Nein, es war cool. Also wir haben die Show richtig genossen. Und ja, wieder auf der Bühne zum Start war einfach ein Highlight jetzt. Ist genau mein Ding. Emotionalster Moment des Konzertes war, als bei Ich lass für dich das Licht an das gesamte Publikum ihre Handys zückte. Ich bin für dich leise, wenn du zu laut bist, dann bin ich zu viel und dann beurteilt.
Spätestens jetzt waren die Fans völlig aus dem Häuschen. Revolverheld war der Hammer, ihr Leute, ihr habt sowas verpasst, echt, ich schwöre, das war so geil! Woo! Das ist meine Lieblingsband, die war schon gesehen. Musikband, genial, super gut, super Band, super Stimmung, perfekt! Das Konzert von Revolverheld war der krönende Abschluss des Weltcup Montafon, der wie immer voller Höhepunkte und perfekt organisiert war.